So, meine lieben Leute, es ist wieder Wochenende, da heißt es wieder Let's get ready to rumble! Oder wie ein ganz schlauer Mensch mal sagte, Let's get ready to rumble. So, pass auf, wir haben hier eine Kämpfer-Präsentation bekommen. Wenn wir die bekämpfen, dann kriegen wir eine Belohnung von 25 Gold. Braucht man, um natürlich, lass mich in Ruhe, um natürlich, um neue Kämpfer zu kaufen. Weil wenn man in den Boxen reinboxt und so und alles, dann hat man natürlich immer so ein Glückslos, was man eben halt für einen Kämpfer hat. Gewinne alle Kämpfe, um das Event abzuschließen. Na dann los. Eine Präsentation. Alter, mir ist so warm hier im Auto. Ja, das ist alles super klasse. Klasse, das hat er also alles. Na dann. Hier gehen wir wieder mal ein bisschen hoch mit dem Vogel. Mir ist so warm, weil ich hier das Aböl kriege. Ich bin im Auto mit geschlossenen Fenstern. Ich weiß nicht, wie sich die Hunde so anfühlen. Wenn ich gleich sterben sollte, dann wirst du Bescheid. Aber ich kann es nicht mehr hochladen. Also, Fight! Oh, der wird gut ab. Ich bin so klein. Er ist so groß. Auf dem Boden. Ja, nein, scheiße. Mir ist warm, verdammt. Ah, da kommt Inka und Ding schon. Das ist ja irre. Warte mal, wir müssen den Kampf gerne machen. Wir müssen aufwärts hacken. Und drauf. Voll die Fresse gekriegt. Oh mein Gott. Oh, ich will auch. Alter, ich bin K.O. oder so. Ich kann mich nicht mehr rühren. Alter, ich kann mich echt nicht mehr rühren. Er macht alles mit uns. Er hat keine Chance mehr gegen ihn. Auf den Boden, ganz aufs Maul. Komm. Alter, mach ich hier was. Komm nochmal, gib mir noch ein Auto. Alter, jetzt mal. So, jetzt hab ich ihn totgekriegt. Also, den ersten Kampf von der Präsentation haben wir gewonnen, da sitzt ein Kind hier drin. Ich mach kurz Pause, und dann sind wir gleich wieder, ne? So, Aufnahme kaputt gegangen, wa? Ah, aber hat er gespeichert. Okay, ich dachte, das war alles umsonst. Aber hat er gespeichert. So, erster Kampf besiegt. War eng, aber im Endeffekt haben wir doch gewonnen, oder? Das fehlt doch irgendwie. Kämpfen, halt's Maul, was machst du denn so viel? Das sind 5 Kämpfe, mal gucken, ob wir alle heute schaffen, weil die Kämpfe sind doch ziemlich heavy, würde ich mal das deutlich sagen. Ob die Jungs noch bereit für sind, das wissen wir nicht. Das erste Mal, dass ich geblockt habe, glaube ich. So, greif ihn doch an. Hä, ist es denn egal denn, oder was? Und jetzt kommt was Neues. Aus dem Boden können wir den letzten auch bezwingen. Ach komm, halt die Schnauze. Dann warte jetzt. Also, ich muss mal ganz kurz. Kannst du jetzt mal den hier machen? Dankeschön. Und immer drauf und drauf und dran. Und jetzt nochmal den hier als Abwürgen hier. Na komm. Jetzt kneten wir ihn ordentlich. Erstmal fett schön durchgeknetet. Brechen wir in die Knochen oder auch nicht? Na gut, dann geht's eben halt so weiter. Ja, kriegen wir Special-Attacken. Lass die Finger von meinen Füßen, du Pumpf. Bam. Uppercut. Down ist er. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen leiser machen, oder? Warum ist es so laut? Ich habe doch gerade schon eine Aufnahme gemacht. Und deswegen wundere ich mich, dass es so laut ist. Absolute Frechheit. So. Aber so gibt es das Kampffeeling so ein bisschen weiter. Komm, Challenges, ja, bla 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 bla. Schön, Challenge. Okay, warte jetzt. Ich möchte so ein bisschen drängeln, weil es verdammt heiß hier im Auto ist. So, Kampf 2 von 5 gewonnen. Wir kämpfen direkt weiter. Falls jemand mal eine Idee hat, wie man eben halt die ganzen Kampfarten ändern kann, der kann mir das gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Weil ich würde auch mal gerne mehr machen, auch mit meinem eigenen Charakter, mehr als nur Superman Punch und Aufwärtshaken. So, und los geht's. Oh, Alter, der weicht aber gut aus.
Aber jetzt haben wir ihn getroffen. Er ist für uns auch nicht sicher. Aua. Boah, ich wollte gerade so einen fetten Roundhouse kicken. Boah, der hat noch gesessen. Aufwärtshaken. Okay, diesmal geht es ziemlich schnell, glaube ich. Das kriegen wir schon gut hin. Und jetzt nochmal einen Aufwärtshaken. Bam, und jetzt ist er down. Hat sich schnell erledigt bei denen. Ja. Ja, der Typ sieht cool aus, den wir jetzt gerade haben. Mein Gott, warum immer dann, wenn ich eine Aufnahme mache? Wenn du es siehst, warum? Erklär mal, warum? Kann ich ja nicht wissen. Ja. Schreibt mich nicht an. So. Gott sei Dank steht der Name ja drauf. Da kann ja jeder so heißen. Ne? Das ist ja das Gute. Weiß wahrscheinlich nur der selber, der mir gerade geschrieben hat. Also ich werde das auch immer erst dann weg rausschneiden, wenn eine Telefonnummer sichtbar ist. Ne? Dann ist es natürlich sinnlos. Ansonsten kann ja jeder gewesen sein. Ne? So. Wie jetzt zu meinem Geburtstag, ne? Wo ich eine Geburtstagsaufnahme hatte. Da musste ich tatsächlich schneiden, weil da war eine Nummer zu sehen. Das war tatsächlich jemand, den ich überhaupt gar nicht irgendwie bei mir drin hatte. Muss man sich mal vorstellen, ne? Wir schreiben Leute, die ich gar nicht irgendwie auf der Kette habe hier. Bam, Alter, er war cool. Und nochmal, komm. Oh. Hallo, ich drück doch schon Knopf. Okay, dann zählt er denn nicht. Jetzt lasse ich mich erstmal ein bisschen verprügeln. Damit er denkt, er hat nochmal eine Chance gegen mich. Aber dann hau ich wieder zurück. Flying Knie. Der hat was gebracht tatsächlich. Doppelpunch. Bam. Okay, ziemlich cool. Es hat lange gedauert, Alter. Ich habe schon seit 2 Jahren irgendwie gedrückt gehabt auf den Screenshot und er sagt, okay, ich mache dann einen Screenshot, wenn ich der Meinung bin, ich bin bereit für einen Screenshot. Muss man aber auch sagen, ne? Liebes Handy, entscheide nur dann du, wann du möchtest einen Screenshot machen. Egal, es geht weiter direkt. So. Chris Weidmann, unser nächster Gegner. Alter, ich sag euch das, ich bin froh, wenn diese Aufnahme vorbei ist, damit ich hier das Fenster aufmachen kann. Damit ich hier nicht sterben muss im Auto. So. Oh, weiter jetzt. Au. Au. Hallo. Jetzt bin ich dran. Ich habe gesagt, ich bin dran. Weiter. Darf ich auch mal wieder zu? Dankeschön. Oh mein Gott, ey. Boah, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Wir liegen weit hinten. Jetzt nochmal schön aufwärts hacken. Ich habe nochmal reingesessen. Nochmal. Bam. Achso, ja. Screenshots gehen normalerweise anders. So, warte, den können wir öffnen. Den fand ich cool. Den will ich haben für unseren Screenshot, für unser Thumbnail. Das war knapp gerade. War schnell, aber knapp. Fünfter und letzter Kampf für heute, liebe Freunde. Was, jetzt einkaufen? Nein, ich will nichts einkaufen. Das war eine Falle. Nein. Glückwunsch zu unserem Sieg und sämtlichen Kämpfen. Achso, füge den deinen. Okay, aber was? Krieg ich den nicht gratis oder so? Habe ich mir die jetzt nicht für gratis für lau erkämpft? 120 Dingenskirchen habe ich hier. Und ich könnte mir welche für 500 kaufen. Was kosten 500? Die kosten 5,49 €. Aber ich habe keine Lust jetzt gerade was zu kaufen. Schade, ich dachte, wir kriegen hier eine super Belohnung. Ein Präsentationskampf. Das fand ich aber super geil. Es hat super Spaß gemacht. Und meine lieben Leute, was haltet ihr von diesem Kampf? Hier geht es normalerweise weiter. Wir können mal gucken, dass wir morgen weitermachen. Ihr seht selber, ein bisschen weitergemacht habe ich schon. Dann könnten wir versuchen, morgen bis zu 50 zu kommen. Das war's wieder, liebe Leute. Schönes Wochenende und good night, good fight.